So, wir kommen einmal zum dritten Teil unseres Workouts. Auch hier müsst ihr wieder zwei Wiederholungen machen, beziehungsweise zwei Sätze. Und nicht vergessen, den ersten Satz nochmal am Anfang machen. Ja, das heißt, die letzten drei Sätze beim letzten Teil. Und vergesst auch nicht die Codewörter. Geht ihr mit den Armen auf den Stuhl. Ihr könnt auch eine andere Unterfläche nehmen, zum Beispiel eine Bank, was ihr gerade so findet. Die Arme sind sehr nah am Körper dran und wichtig ist, ihr könnt auch in der ersten Übung erstmal die Beine anziehen, so wie der Doni das hier macht. Wichtig ist, dass jetzt die Ellenbogen nach hinten gehen und jetzt führt ihr den Körper nah an dem Stuhl oder der Bank runter. Die Toilettenpapierrolle ist dabei zwischen den Beinen. Das macht er wieder 45 Sekunden lang. Viel Spaß dabei! Die nächste Übung wird sein, dass ihr euch eine Mauer mit den Toilettenpapierrollen baut und dann jeweils über diese Mauer drüber springt und auf jeder Seite eine Kniebeuge macht. Der Doni zeigt euch das kurz. Drüber springen, Kniebeuge, wieder drüber springen und noch eine Kniebeuge. Das Ganze wieder 45 Sekunden lang. Unserer nächsten Übung weiter. Und zwar CrossFit-Sit-Ups. Wichtig bei den CrossFit-Sit-Ups ist, dass die Fersen, also die Knie zeigen nach außen, so wie beim Doni, und die Fersen sind ganz nah am Gesäß. So, jetzt dürft ihr bei der Übung auch Schwung nehmen und die Rolle tippt jeweils hinten, hinterm Kopf und vorne vor den Füßen. Das auch wieder 45 Sekunden. Thank you.
kommen nun zu unserer nächsten Übung, aber vorher verrate ich euch noch das erste Codewort von der ersten Challenge. Und zwar heißt es Liegestütz. So, jetzt die nächste Aufgabe. Und zwar macht ihr Liegestütz auf den Knien. Das sieht so aus. Versucht aber wieder eine gerade Linie mit dem Körper zu haben. Und die Brust muss die Klopapierrolle berühren. Der Doni zeigt euch das einmal. Wieder 45 Sekunden lang. Einmal die erste Aufgabe des dritten Teils. Und zwar machen wir einmal den Unterarmstütz und mit der Rolle heben. Das heißt, wieder die Unterarmstütz, die bleibt in der gleichen Höhe und die Rolle kurz halten und dann wird aber auch das Bein einmal angehoben und gehalten. Beiden Seiten einmal und dann 45 Sekunden. Viel Spaß! Wir kommen zur nächsten Aufgabe und zwar machen wir jetzt noch einmal die Dips mit der Klopapierrolle zwischen den Beinen, aber jetzt auf Tempo. Das heißt 3x 15 Sekunden. Unsere nächste Aufgabe wird sein, der Viereckensprung über die Klopapiermauer, aber auf einem Bein. Das heißt, ihr könnt in verschiedene Richtungen einmal auf einem Bein hüpfen und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne das Bein wechseln. Okay? Viel Spaß!
Bevor wir zu unserer nächsten Aufgabe kommen, kriegt ihr noch einmal das letzte Codewort von mir oder sogar Codesatz. Und zwar lautet es: Fitness macht Spaß. So, kommen wir direkt zu der nächsten Aufgabe und zwar Arme und Beine gestreckt und diagonal der Arm zu den Füßen. Und die Klopapierrolle natürlich in der Hand. Diagonal gleichzeitig berühren sich Hände und Füße. Und genau, viel Spaß dabei! Gleichzeitig berühren sich Hände und Füße und genau, viel Spaß dabei. Papierrolle natürlich in der Hand. Diagonal gleichzeitig berühren sich Hände und Füße und genau, viel Spaß dabei. Gleichzeitig berühren sich Hände und Füße und genau, viel Spaß dabei. Papierrolle natürlich in der Hand. Diagonal gleichzeitig berühren sich Hände und Füße und genau, viel Spaß dabei. Donata, aufwachen! Die letzte Übung beginnt! Es ist gleich fertig! Genau, wir kommen jetzt einmal zur letzten Aufgabe für heute und zwar machen wir Liegestütz auf den Knien, aber dabei müssen wir uns abdrücken und dann sogar klatschen. Und wichtig ist, dass die Brust die Klopapierrolle berührt. Viel Spaß dabei bei der letzten Aufgabe! Thank you.